Ja, hallo, ich grüße euch. Mal wieder ein kleines Video. Ja, was habe ich in den letzten Tagen, sprich in der letzten Woche gemacht? Ich habe meinen Vorrat an Püppchen aufgefüllt. Hier sind gut 500 Püppchen drin, ja, die ich komplett selbst bemalt habe, ne? Ja, hat eine Weile gedauert. Jeden Tag ein paar, ein bisschen was gemacht. Aber jetzt habe ich wieder reichlich Vorrat für meine zukünftigen Personenwagen, ne? Ja, das hat, wie gesagt, ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ja, warum geht es heute eigentlich? Ich habe mal was Neues besorgt. Mal wieder für die große Spur. Dieses, ja, Set oder diese Packung, ne, ist halt von Bachmann, kann man erkennen, glaube ich, ne? Ja, eine Draisine für die Spur G. Ja, und da möchte ich mal schauen, dass ich da einen Decoder eingebaut bekomme, damit ich das Set dann digital auf der Anlage fahren lassen kann. Aufgemacht habe ich das Ganze noch nicht. Das mache ich jetzt gerade mal. Mal gespannt, was mich da so erwartet. Mal rausziehen. Gucken, ob da irgendeine Bedienungsanleitung dabei ist. Nee, das ist nur hinten so eine Pappe. Aber an Anleitung sehe ich da ad hoc nichts. Gucken, ob sich hier noch irgendwas verbirgt. Aber das sieht auch nicht so aus. Ach doch, da unten ist irgendwas drin, sehe ich gerade. Ja, muss ich mal sehen, ich das Ganze jetzt abkriege. Na gut, hier ist ein kleiner Zettel. Dann ist hier so ein bisschen Zubehör dabei. Ja, und das Ganze sieht relativ, das heißt relativ, das ist noch hier verschlauft, weil das Ding ist halt neu, ne? So, gucken, dass ich das jetzt aufgemacht kriege. Im Hintergrund spielen die Miezekatzen. Kann man, glaube ich, hören, ne? Kleinen Stinker. Ja, die Stubentiger spielen mit dem Karton, das drin war. Und die ein bisschen Spaß. So. Also, da ist lose. So, kann ich das Ganze hier abnehmen. Das tue ich mal wieder beiseite. Was steht denn hier drauf? Achten Sie darauf, dass die optimalen Eigenschaften dieser Bachmann-Draisine erst nach einigen Stunden Einlaufzeit erreicht werden. Aha. Na gut, also einlaufen soll man das Ding auch lassen, logischerweise. Ja, wie gesagt, hier ist dann nochmal Zusatzmaterial, das lege ich erstmal beiseite. Ja, den Karton mache ich auch erstmal wieder weg. Ja, gucken wir uns das Ding mal an hier, ne? Ja, das ist ein schönes Teil. Tüppchen da drauf. Was mich interessiert, jawohl. Die hat also Stromabnahme, sehe ich schon mal hier hinten von diesem ja, Anhängerteilchen, sag ich mal. Da ist halt die Stromabnahme dran. Wo dann der Strom? Der läuft dann nach vorne zur Draisine. Aha, das kann man auch abmachen, sehe ich gerade hier. Okay. Ja. Also Stromabnahme, wie gesagt, findet hier statt. Läuft dann hier über die Deichsel. Ein Pol ist hier oben unten. Der andere Pol ist da oben an der Deichsel. Na, da geht der Strom halt nach vorne. Jo, okay. Gut, wie gesagt, der Motor, der muss ja hier irgendwo drin sein. Da sind mehrere Schrauben dran an dem Apparat. Ja, mal gucken, wie ich das Ganze aufkriege, beziehungsweise mache ich erstmal eine Funktionsprüfung, ob der Apparat überhaupt funktioniert. Gucken, komme ich da mit meiner 9-Volt-Batterie irgendwie da dran. So, der Fahrtest war leider negativ.
Der Motor dreht zwar, aber das ganze Ding wird nicht angetrieben. Ja, jetzt mache ich das ganze Gerät mal auf. Gucken, was mir da entgegenfällt. Wie das da innen drin aussieht. Ja, das ist natürlich sehr ernüchternd, ne? Freut man sich auf so ein Gerät hier und dann funktioniert da gar nichts. Das ist natürlich echt schade. Scheiße. Ach du leck mich am Arsch. Heute kam dann dieser Tender, das ist für ein neues Projekt. Da fehlt mir allerdings noch was, seht ihr, ne? Da vorne fehlt ja logischerweise noch eine Lok zu. Aber den Tender, den habe ich schon mal heute bekommen. Das ist ein Fleischmann von der Baureihe 50. Ja, und den will ich schon mal soweit fertig machen, sprich Deckel abgezogen. Ja, da ist halt wieder ein alter Motor drin mit Metallmotorschild. Das werde ich jetzt erstmal wieder massefrei machen, damit ich das dann digitalisieren kann. Was ich bei diesem Antrieb total witzig finde, sprich bei dem Tender, angetrieben hat er ja drei Achsen, der Tender. So, und da sind alle Räder mit Haftreifen versehen, was ja Sinn macht. Dann habe ich aber hinten noch die vierte Achse, die zur Stromabnahme gedacht ist. Ja, und da sind aber auch Haftreifen drauf. Das habe ich noch nicht gesehen, ne? Warum jetzt eine Lok auf einer Achse, die gar nicht angetrieben ist, Haftreifen hat. Und diese Achse soll auch noch als Stromabnahme dienen. Seht ihr hier unten an diesem kleinen Blättchen, ne? Ja, also das ist mir irgendwie totales Rätsel. Das verstehe ich nicht, ne? Warum macht man da Haftreifen auf eine Achse, die nicht angetrieben ist? Finde ich sehr merkwürdig. Aber egal. Ja, ich werde das Ding mal zerlegen. Sprich, der Motor muss ja da raus, hatte ich gesagt, ne? Zwecks Masse frei machen. So, Gewicht kann man runternehmen. Wie gesagt, ne, Metallmotorschild, das muss alles ab. Werde ich mal eben rausmachen. Beleuchtung kommt auch raus hinten. So, das Ganze ist ziemlich verölt hier. Werde ich mal ein bisschen sauber machen.
Ja, da haben wir schon das gute Stück. Na, geht es da wieder darum, hier diese Hülse auszubohren. So, das Ding habe ich inzwischen wieder zusammengebaut. Jetzt bin ich dran am Überlegen, was für einen Decoder baue ich ein. Erste Überlegung war, einen mit einer achtpoligen Schnittstelle entfernen, den Decoder eventuell hier reinzustecken in diesen Raum. Na, da könnte man den reinmachen und dann von hier aus die Kabel halt dann direkt verlöten. So, jetzt habe ich auch nochmal überlegt, ob ich nicht eine 21 MTC Schnittstelle wieder verbauen kann. Das wäre hier eine gute Stelle. Ja, ich zeige euch das nochmal. So von der Breite her passt das wunderbar da rein. Problem ist halt von der Höhe, ne? Das passt natürlich noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier von diesem Gewichtsklotz entsprechend wieder Material wegnehmen. Das heißt, hier in diesem Bereich, den Steg außen hier, das werde ich da lassen. Ich zeige es euch nochmal, wenn die Platine dann nachher so hier liegt. Dann kann dieser Rand hier stehen bleiben. So, das heißt, diesen Bereich hier in der Mitte werde ich rausnehmen und ungefähr, ja, ich sag mal kurz unterhalb dieser Schraube, so tief werde ich runtergehen, damit ich nach oben ein bisschen mehr Platz habe. Die Schraube für das Gewicht zum Festmachen, die muss ich dann nachher ein bisschen auch einkürzen. Ich denke mal, also bis hier werde ich das Material rausnehmen und dann habe ich hier einen relativ schönen Platz, ein Fach, wo ich dann diese kleine Schnittstelle platzieren kann. Ne? Das ist jetzt so die Idee. Da werde ich gerade mal in den Keller gehen und werde mal hier dieses Metallstück ausfräsen. Das mache ich gerade mal. So, ich bin jetzt fertig hier mit dem Ausfräsen. Seht ihr, ne? Hier den Raum, den ich hier gewonnen habe. Ja, ich habe auch extra die Stelle, wo die Schraube sitzt, habe ich noch ein bisschen tiefer gemacht, dass wenn die Schraube da drin ist, dass der Schraubenkopf dann bündig ist hier mit dem Rest, ne, von dem Teilchen. Ja, und da passt jetzt die Schnittstelle, passt da wunderbar rein. Ne, kann man sehen, das ist alles flacher hier als im Prinzip der Rand. Ja, passt da rein das Ding, ist überhaupt kein Problem. Na, und so kann ich jetzt hier im Prinzip anfangen, den ganzen Krempel zu verkabeln. Ne? Das hat schon mal wunderbar geklappt. Das ist eine super Sache. Na, also so kann man da auch eine 21 MTC Schnittstelle verbauen. Passt also auch da rein, ne? Mit ein bisschen Fräsarbeit. Das ist schon mal super. Ja, da werde ich jetzt wie gesagt die Platine einbauen und dann ja, Kabel dran machen. Und schauen wir mal. Sehr schöne Sache. So als Rücklicht habe ich mir jetzt mit 3 mm Warmweiß zurecht gemacht, habe da das Kabel blau angelötet, plus ne, Schrumpfschlauch drum gemacht. Mache hier nochmal einen zweiten Schrumpfschlauch drum, ein bisschen dickeren, damit das gut geschützt ist. Falls das ja, sich irgendwie lösen sollte oder brechen sollte, damit es da keinen kurzen gibt. So, na, ist das gut geschützt. So, und das Ganze stecke ich jetzt hier rein in die alte Fassung. Ist zumindest die Idee, das da reinzustopfen. Scheiße. So, den Minuspol von der LED habe ich jetzt hier in diese Messingfassung angelötet, weil die Fassung ist gegenüber dem Rahmen isoliert. Ne? So, das heißt, die LED hat jetzt ihren Platz und an diese Messingfassung löte ich jetzt wiederum einen Widerstand an, weil der LED-Fräs, der braucht einen Widerstand, ne? Sonst geht er kaputt. Ja, kann ich auch da dran löten, sehe ich gerade. Ja. So, die LED ist jetzt da drin. Hoppla. Ne? Also die LED ist jetzt da drin, festgelötet.
Widerstand ist hier dran. Gabel ist dran. Gabel habe ich dann hier unten durchgeführt, durch die Löcher, ne, den Klotz. Laufen die oben raus und kommen dann halt hier an die Schnittstelle. Ne. Das Lichtchen leuchtet auch. Also das Ding leuchtet, ne, kann da sehen. Licht leuchtet hier, das funktioniert. Das ist schon mal soweit gut. Jo. Ach so, was ich noch machen werde, ist, hier eine zusätzliche Stromabnahme ist möglich hier an diesem Verteiler. Man kann jetzt hier allerdings nicht an die Lasche dran gehen, weil die Lasche ist gegen den Rahmen isoliert. Ne, da ist hier zwischen dieser Öse oder wie man das nennen möchte, ist nochmal eine Isolierung dazwischen, weil diese Öse hat Kontakt zum Rahmen. Ne? Deshalb ist das hier eine mögliche Stromabnahme für die linke Seite. Und das hier ist im Prinzip einfach nur ein Fähnchen als Stromverteiler gewesen. Das braucht man nicht mehr. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mitmachen soll. Das werde ich wahrscheinlich abklemmen und löte mir dann hier nochmal ein schwarzes Kabel an als linke Stromabnahme. Motorkabel kommen dann gleich hier an die Kontakte dran und läuft dann alles zu der Platine. Ne? Ich hatte ja auch am Anfang fälschlicherweise gesagt, dass das hier wahrscheinlich eine Stromabnahme darstellt, dieses Blech, dem ist nicht so. Das ist einfach nur ein Federblech, damit die Achse ein bisschen gefedert ist, weil diese Achse ist beidseitig isoliert. Da wird also von dieser Achse kein Strom abgenommen. Lediglich hier über diese angetriebenen Räder mit den Zahnrädern, sage ich mal, hier auf der Seite, sprich, das ist links, da ist eine Stromabnahme. Und wie gesagt, die nehme ich halt mit, hier oben über diesen Kontakt. So, das werde ich jetzt mal machen und dann geht er gleich weiter. So, der Platinenonkel, der, wie gesagt, der kommt da rein. Ach so, die Schraube übrigens, die musste ich nicht kürzen. Ne? Die habe ich reingeschraubt und kann man so, wie sie ist, reinschrauben, ist kein Problem. Die hält und blockiert auch hier unten nichts. Ne? Also das ist völlig in Ordnung. Ne? Seht auch, dass die bündig ist. Da kann ich also jetzt hier ohne Probleme die Platine drüber legen, ne, mit der Schraube da unten, da stört sich nichts, das passt. Ja, das mache ich jetzt mal fertig und dann zeige ich euch das gleich wieder. So, die Verkabelung hat jetzt zum Glück ein Ende. Ja, die Leitungen sind alle da dran. Ich habe hier mal so einen Dummy-Plug aufgesteckt, um das Ganze zu testen. Ich meine, das kennt ihr ja schon. Die Kabel laufen jetzt von der Platine halt hier einmal zum Motor, ne, die zum Licht. Da habe ich hier nochmal einen kleinen Schrumpfschlauch reingeschmacht, wo die Kabel als Führung durchlaufen, nach hinten zu der kleinen LED. Ja, die Kabel habe ich dann hier oben auch nochmal durch einen Schrumpfschlauch geführt, der im Prinzip hier innen lang läuft und dann hier unten aus dem Loch rauskommt, wo die anderen Kabel lang gelaufen sind. Ne. Da seht ihr, da laufen jetzt die Leitungen raus, die nach vorne müssen, einmal blau plus. Fürs Licht, Weißlicht vorne und Stromabnahme rechts und links. Ne? Das muss dann nachher noch, wie gesagt, an die Lok dran. Die ist ja noch nicht da, die Lok, wo der Tender hier dran soll. Ne? So, Dummy Plug ist aufgesetzt. Ganz kurzer Funktionstest, das mache ich mal mit der Batterie. Warte mal. So, gucken, also Strom da drauf geht. Das Ding fährt erstmal in die eine Richtung. Umpolung. Upsala. Fährt auch in die andere Richtung und das Licht geht. Ne? Das ist schon mal sehr schön. Upsala. Ja, also das funktioniert schon mal. Da bin ich schon mal ganz zufrieden. Ja, jetzt muss ich noch im Prinzip, ja, auf meine zweite Bestellung warten, nämlich die passende Lok, wo dieser Tender dran soll. Ja, normalerweise sollte das heute kommen mit der Post, ist aber noch nicht da. Ja, hoffe, es kommt dann alsbald, sag ich mal. Ne? So, Dummy Plug mache ich raus, das klebe ich wieder so ein bisschen ab, damit da mit dem Decoder kein Kurzschluss passieren kann. So, ein bisschen Klebeband da drauf.
So. Ist der ganze Schiss abisoliert hier. Fertig ist die Kiste. Gut. Ja, das heißt, der Tender ist eigentlich soweit fertig. Da kann ich den Decoder drauf basteln. Ja, eigentlich schon. Wisst ihr nicht, was ich da jetzt im Tender noch machen sollte? Ich hoffe, der passt jetzt auch noch da drauf. Der Kollege Decoder. Ihn ein kleines bisschen nach vorne ziehen. So, der Decoder passt. Ja, der Decoder passt da drauf. Das ist soweit in Ordnung. Dann mache ich da auch noch mal ganz schnell einen Funktionstest. Mit dem Decoder sollte der Apparat ja normalerweise jetzt auffahren. Ja, sollte. Na gut, dreht sich ganz langsam. Sollte, der Decoder braucht halt auch ein bisschen Strom. Ist halt meine Batterie ein bisschen schwach, aber der macht das im Prinzip auch. Das funktioniert schon mal. Das ist soweit okay, muss ich mir irgendwann mal neue Batterien besorgen. Ja, tendenziell ist der Tender soweit fertig. Jetzt mache ich die Kabel noch hier durch das Loch da durch. Ja, und dann hoffe ich, dass alsbald die Lok dazu eintrifft, wo das Tender-Ding dran soll hier, ne? Ja, und dann schauen wir mal. Ja, bis später. Ja, Leute, das war mal ein Baum. Jetzt ist er platt. Und man sieht da hier Pferde, wie kleine Kinder, rennen da drin rum und sind am Spielen. Ey. Absolute Katastrophe. Alten Stinker. Und das muss ich alles noch wegräumen. Super. Alter Witzka. Alter. Ja, eine schöne Holzastmassage, muss doch was Feines sein. Ne? Ja, so haben die Tiere ihren Spaß hier. Ich habe die Arbeit, die Tiere haben Spaß. Nennt man Arbeitsteilung. Oh mein Gott. Schön war's. Halla! Ja, du. Ja, die ganze Mannschaft steht hier wie bestellt und nicht abgeholt. Ey. Da wird meine Schubkarre angefressen. Die fressen mir das Holz an, die ganzen Stinker. Ey, oh Leute, ey. Ja, toll. So macht aber eben richtig Spaß. Alten Stinker, ey. Super. Lass meinen Handschuh in Ruhe, der ist mir. Oh, geh weg jetzt. Alles muss man ja aufpassen. Ja, schönen guten Morgen. Begrüßen tut euch heute die Hermine, wie ihr das seht. Ja, die ist ganz neugierig auf die Kamera. Weiß zwar nicht, was er hat. Ja, gut. Bist du fertig mit gucken, Schätzchen? Ey. Ja, also Hermine ist also auch da, wie ihr seht. Ne? Ja, gestern Abend kam dann, gestern Abend heißt Donnerstagabend, jetzt ist Freitagvormittag, kam dann endlich die lang ersehnte Lokomotive für meinen Tender, ne? Ja, die würde ich euch gerne zeigen, aber ich habe hier so einen Flauschtiger vor der Nase, der alles hin und her läuft. Das ist irgendwie so ein bisschen nicht machbar. Ja, ich versuche es mal. Auf jeden Fall kam gestern die Lok. Es handelt sich um dieses Modell. Das ist ein Fleischmann, eine Baureihe 24. Ne? Die hat auch einen Tender hinten dran, so wie das sich das gehört. Ne? Ja, jetzt ist die große Frage, was will der damit, ne?
Ja, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich hatte mal schon länger her gesehen von Tricks. Gibt es oder gab es mal eine 24 mit einem Tender, da muss man so machen, von der Baureihe 50. In dem Fall, gut, das ist ein 51er Tender, aber das ist rein von der Optik her. Meine sieht das genauso aus. Das ist jetzt pengegal. So, heißt 24er Lok, 50er oder 51er Tender hinten dran. Das gibt es oder gab es, wie gesagt, von Tricks. Fand ich immer total cool. Habe ich so noch nicht gesehen gehabt. Wollte ich immer mal kaufen. Ist aber super schlecht zu bekommen. Und wenn man es bekommt, ist es ziemlich teuer. Ja, und da habe ich jetzt ganz durch Zufall, ich meine, das wäre am Wochenende gewesen, hat jemand im eBay zwei Tender verkauft. Einmal den Fleischmann hier und dann war da noch ein Rokko-Tender dabei. Und der Fleischmann ist im Prinzip genau der, den ich halt hier für das Projekt gebraucht habe. Ja, habe ich letztendlich zugeschlagen, den gekauft. Ja, und letztendlich musste ich dann ja auch noch eine 24 dazu haben. Die habe ich dann auch noch relativ günstig bekommen. Ich glaube, 49 € habe ich für die bezahlt. Und ja, um dieses Projekt mal umzusetzen, ja, was ich jetzt hier tun will, wenn der Mine es zulässt, die hängt mir gerade am rechten Arm und sabbert mir das T-Shirt voll. Ja, wie gesagt, das ist halt der Plan. Was soll das werden hier? Wie gesagt, eine 24 mit einem vierachsigen Tender halt, ne? Ja, das will ich dann gleich mal umsetzen. Dann kam gestern noch vom Lokmuseum wieder eine kleine Sendung. Da finde ich es auch ganz interessant. Da hatte ich mir wieder neue Fleischmann-Profi-Kupplungen bestellt. Ja, und die haben jetzt irgendwie die Verpackung geändert. Ich dachte erst, hey, was ist denn da in dem Karton drin? Ja, früher war das immer, ja, hier in so einem Klarsichtkästchen waren da die Kupplungen drin. Ich weiß nicht, ob das das richtige Päckchen sogar ist. Ich glaube, ja. Na, und jetzt haben sie auf einmal umgeschwenkt auf diese Pappschachteln hier, ne? Kannte ich noch nicht. Das erste Mal, dass ich sowas bekommen habe im Pappkarton. Gut. Ja, Hermine ist toll, ey. Ne? Also Hermine ist hier an meinem Arm und sabbert mir das T-Shirt voll, die kleine Motte. Was das jetzt soll? Ja, das ist ein kleiner Stinker, ihr seht da, ne? Ja, ich hab dich auch lieb, Hermine, ey. Alles ist gut. Ja, das ist eine Granate, ey. Und so soll man arbeiten, ey. Naja, super. Na gut. Okay, ich versuche trotzdem mal hier was zu bewerkstelligen. Den Tender hatte ich ja schon soweit fertig. Da muss ich dann die Strippen, wie gesagt, dann hier vorne in die Lok reinbringen. Und das Ganze anschließen, vorne noch eine LED einbauen und dann ist der Apparat eigentlich soweit fertig, ne? So, das heißt, ich werde jetzt erstmal den Tender öffnen und abmachen. Und dann die Lok öffnen. Ja, schauen wir mal. Tender müsste normalerweise wieder mit Aufspreizen abgehen. Jawohl. Das funktioniert schon mal. Lok abmachen, weil hier vorne diese eine schwarze Schraube. Das heißt, Lok abmachen, den Lokkasten halt abnehmen, ne? So, da müsste das normalerweise jetzt abgehen, das Gerät. Jupp, tut sie auch. Hinten ist es, glaube ich, ein bisschen eingehakt. Okay. So, das wäre schon mal unten. Ja. Muss ich mir gerade mal anschauen, wie ich das mit meinen Stromabnahmen mache. Da habe ich ja hier meine neuen Leitungen. Ne? Ja, schauen wir mal. Komme ich da zum Löten da unten vernünftig dran? Ja, das läuft schon ganz schön doof da unten rein. Das Kabel sehe ich hier gerade. Soll ich denn das dann schon mal dabei legen?
Ja, nehme ich unten mal die Platte ab. Also da sind die beiden Lötkontakte, an die man da dran muss. So, ich habe jetzt hier die Kontakte rausgenommen. Einmal ist hier eine Stromabnahme, so ein Schleifer, das habe ich hier abgemacht. Und einmal ist halt dann vom Rahmen. Ne? Ja, dann muss ich jetzt die Kabel mal kurz ablöten. So, jetzt kann der Tender hier ab. Na, den werde ich mir aufheben für ein weiteres, anderes Projekt. Mal gucken, was mir da noch so einfällt. Ja, jetzt muss ich da die Kabel da dran friemeln. Ne? Eine Schlappumpe. So. So, um die Länge der Kabel richtig zu machen, mache ich jetzt erstmal das Gehäuse ab nochmal und stecke dann Tender und Lok erstmal zusammen. Ich natürlich gar nicht zumachen brauchen hier. Gestern, vorgestern. Muss ja eh nochmal da dran. Das war also Quatsch. So, das nochmal ab. Ich gerade mal kurz was testen. Moment. So, jetzt wollte ich hier den Tender aufsetzen. Also anbauen. Das ist natürlich dieses Loch. Ja, ein ganz kleines bisschen zu groß. Also groß sei schon zu klein, dass das hier nicht über den Zapfen vom Tender passt. Das ist wieder so, ey. Warum kann man das nicht einheitlich machen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Egal, da schleife ich jetzt ein bisschen größer die Löcher hier und dann sollte das hoffentlich passen. Naja, hier versuche ich gerade wieder die Kabel anzulöten. Das heißt, die Kabel, die neuen Kabel. Das ist eine Scheiße, sage ich euch. So, die Kabel sind jetzt da dran. Ich habe das hintere Kabel nochmal zu der vorderen Stromabnahme verlängert, das heißt durchlaufen lassen. Ich weiß, der Strom fließt zwar von dem Radio und Schleifer auf das Rad und dann da drüber, aber wenn hier mal irgendwie bei den Radschleifern mal Kontaktprobleme sind, habe ich auf jeden Fall über das Kabel auch nochmal eine zusätzliche Stromführung. Ne? Muss man nicht machen, kann man machen. Kann jeder machen, wie er will. So, was ist das? Oh, das ist ein Deckel hier. So, jetzt kommt das Schiss wieder da drauf hier. Das heißt, die Schrauben müssen jetzt wieder da raus. Und da muss der ganze Globuskram zusammenpassen. Ey, oh meine Fresse. Ey. Also wenn ihr das macht, das mit dem Abmachen der Kabel hier unten, das muss nicht unbedingt sein. Ich hätte sie hier irgendwo abzwicken sollen und hätte sie dann einfach verlängert, weil das hier unten, diese Rumgurkerei hier, das ist echt scheiße, tut mir leid, aber kann man sich, glaube ich, schenken. Komm, ich muss ja jetzt dann auch wieder das so hinkriegen. Dass das alles so liegt, dass da diese blöde Schraube reinpasst. Ne? So, Idee ist, hier vorne geht das so halbwegs. Aber hier hinten, da stecke ich jetzt mal hier durch die Öse.
hier so einen kleinen Draht durch, fädel das dann da oben drüber. Ja, und hoffe dann, dass ich das irgendwie so hinkriege, dass ich die Schraube dann da rein fügen kann. Scheiße. So, das passt das da vorne natürlich mit dem Blöd. So, ich habe jetzt den ganzen Mist hier wieder zusammengebracht. Tut euch bitte selber gefallen. Schraubt unten diese Platte nicht ab, denn diese Stromabnahmeplättchen, was da unten alles dran hängt, das wieder da dran zu kommen, das ist eine Katastrophe. Ich hatte erst überlegt, wie das Kabel hier abzuschneiden und mit meinem hinteren hier zu verbinden. Das wäre die weitaus bessere Lösung gewesen. Also wie gesagt, tut euch den Gefallen und lasst da unten die Bodenplatte dran, macht das nicht ab. Das ist einfach nur ätzend, das wieder zusammenzusetzen. Nur so als kleiner Tipp am Rande, ne? Lass da die Finger weg. Das ist furchtbar. Ganz furchtbar. So, ich habe jetzt hier die vordere LED eingebaut. Habe ich im Prinzip genauso gemacht wie hinten im Tender. 1 Kilo Widerstand dran gelötet. Dann da in die Fassung reingesteckt, wo all die Glühbirne drin war, ne? Ich habe oben auf die LED nochmal ein Stückchen Butterbrotpapier draufgeklebt. Ja, damit die, oder andersrum gesagt, weil die ja nach vorne maximal ausstrahlt und zur Seite halt nur so ein bisschen, damit halt das obere Licht hier nicht heller strahlt als die vorderen, unteren Laternen. Ne? Ist so ein bisschen die Hoffnung, dass das durch das Abdimmen von dem Papier, ja, im Prinzip halbwegs gleichmäßig leuchtet. Ne? So, die Kabel laufen jetzt hier drinnen lang, die werde ich gleich nochmal mit roter Farbe anmalen. Ja, und dann sollte das Ganze soweit eigentlich fertig sein. So, der Apparat ist jetzt fertig. Personal ist auch noch reingekommen. Tender passt gut hinten dran. Werde ich das Ganze noch programmieren und dann kommt das Gerät auf die Anlage. So, die 24 ist jetzt hier auf der Anlage. Das Licht vorne sieht gut aus. Ja, drei Laternen leuchten relativ gleich stark, hat sich das mit dem Butterbrotpapier mal wieder gelohnt. Ja, so sieht das Ganze aus mit dem großen Tender. Ich finde, das ist eine sehr interessante Sache. Hier angehangen habe ich mal hier ein paar Umbauwagen. Ja, ob das jetzt dazu passt, weiß ich nicht genau. Ich denke mal, so schlecht ist das nicht. Ja, Püppchen sind da drin, hatte ich euch schon gezeigt. Das Einzige, was es bei dem Modell halt nicht stimmig ist, aber das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Das ist natürlich, dass die Lok eine 24er Nummer hat und der Tender hat halt hinten 51, ne? Aber das ist mir peng egal, das ist mir wurscht, ey. Rein von der Optik gefällt mir das, finde ich gut. Ja, hier im Vergleich ist ja eine 24 von Fleischmann mit dem kleinen Tender und dem großen Tender, das sieht schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Ja, ich schicke die mal gleich eine Runde los, aber dazu noch hier im Gegenverkehr läuft jetzt hier meine 218, die zieht nochmal den Touristikzug, das sind alles Rokowagen, die da dran hängen. Ja, die hatte ich jetzt endlich mal mit Beleuchtung ausgestattet und mit Püppchen versehen. Ne? Den lasse ich auch nochmal eine Runde mitfahren, den Zug. Jo. Gut. Dann soll die 24 mal auf die Fahrt geschickt werden.
So, die Züge laufen jetzt langsam wieder ein nach ihrer kleinen Rundfahrt. Erstmal die 218. So, da kommt nochmal die neue 24. So, Rundfahrt auch beendet. Ganz kurz das Resümee zur Lok. Also mir gefällt die mit dem langen Tender super gut. Umbau war soweit in Ordnung, abgesehen von der Geschichte hier unten mit diesem Stromabnahmekram. Wie gesagt, das empfehle ich euch nochmal, das zu lassen. Schneidet da oben einfach die Kabel ab, wenn ihr da dran müsst, ne, und lötet da neue Kabel dran. Das unten aufmachen und dann wieder zusammenbauen ist halt super nervig. Ja, wie gesagt, super schönes Modell, mir gefällt die, ne. Ja, also ich denke mal, der Umbau hat sich da gelohnt, ne, weil das Trix-Modell, wie gesagt, ist relativ selten zu bekommen. Und ich denke mal, das ist so auch ein ganz witziger Umbau geworden. Ne, kann ich euch empfehlen, das auch nachzumachen. Muss halt irgendwie zu so einem Tender hier halt kommen. Ne. Das ist halt ja nicht so einfach. Da hatte ich halt Glück, dass den halt ad hoc jemand verkauft hat und dass das halt dazu gepasst hat. Ja, ansonsten. Schönes Modell, wie gesagt, ich freue mich, dass die jetzt soweit fertig ist und so läuft, ist mal ein bisschen was anderes. Na gut, dann danke ich euch nach wie vor fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.